In einem Text zur Weihnachtszeit oder genauer gesagt zum Weihnachtsgeheimnis, wie sie es nennt. Und wir haben einen kleinen Ausschnitt in den Adventsbetrachtungen dazu gehabt. Schreibt Edith Stein einmal dieses Merkwürdige, was wir heute Morgen erleben. Schon am zweiten Tag der Weihnachtsfeier zieht die Kirche die weißen Festgewänder aus und trägt die Farbe des Blutes. Sie nimmt das zum Anlass, sehr tief und intensiv darüber nachzudenken, wie das ist, wenn wir an Weihnachten in das tiefe Geheimnis Gottes hineinschauen. Immer wieder klingt es an, aber es wird sozusagen im Martyrium erst richtig deutlich, in der Gabe seiner selbst. Nicht umsonst rufen uns auch die Bischöfe, auch zu Recht auf, heute einen Gebetstag zu halten für die verfolgten Christen. Gerade an diesem Tag des ersten Märtyrers der Kirche, des ersten Zeugen, der für Christus stirbt. Wir wollen ein wenig auf die Stimme Edith Steins hören, weil sie das in Worte fasst, worum es heute geht. Es geht immer darum, ein Leben lang zu lernen, den Willen Gottes zu tun. Wir beten das so oft im Vaterunser. Es kommt uns manchmal zu leicht von den Lippen. Dein Wille geschehe. Das ist eine der sieben Bitten des Vaterunser. Niemand hat das so gelebt, wie der, dessen Menschwerdung wir feiern. Er entspricht ganz und gar dem Willen Gottes. Er ist die wahre Verkörperung des Menschseins, so wie Menschsein gelingen kann. Aber es ist auch deutlich, gerade an seinem Lebensweg. Deshalb, wenn Sie alte Krippendarstellungen anschauen, Bilder, Sie finden dort überall das Kreuz. Auch bei uns ist das ein bisschen dezent angedeutet. Das ist merkwürdig, wenn im Stall von Bethlehem plötzlich ein Kreuz hängt. Denkt man, na, da hat der Maler es aber zu gut gemeint. Das geht ja noch gar nicht. Ist ja gerade das Kind geboren. Wie kann da ein Kreuz hängen? Es ist der tiefe Zusammenhang, liebe Schwestern und Brüder, des Weihnachtsgeheimnisses und des Geheimnisses der Menschwerdung, wie Gott sich in diese Welt hineinkniet und wie er sich gibt. Nicht am menschlichen Leben, auch an Leiden und Tod vorbei, sondern tief in dieses Leiden, in den Tod hinein und durch es hindurch. Edith Stein sagt es so: Christus ist Gott und Mensch. Und wer an seinem Leben Anteil hat, muss am göttlichen und am menschlichen Leben Anteil haben. Die menschliche Natur, die er annahm, gab ihm die Möglichkeit zu leiden und zu sterben. Die göttliche Natur, die er von Ewigkeit besaß, gab dem Leiden und Sterben unendlichen Wert und erlösende Kraft. Christi Leiden und Tod setzt sich fort in seinem mystischen Leib und in jedem seiner Glieder. Leiden und sterben muss jeder Mensch. Aber wenn er lebendiges Glied am Leib Christi ist, dann bekommt sein Leiden und Sterben durch die Gottheit des Hauptes erlösende Kraft. Das ist der objektive Grund, warum alle Heiligen nach Leiden verlangt haben. Das ist keine perverse Lust am Leiden. Den Augen des natürlichen Verstandes erscheint es als Perversion. Im Licht des Erlösungsgeheimnisses erweist es sich, so Edith Stein, als höchste Vernunft. Und so wird der Christusverbundene auch in der dunklen Nacht der subjektiven Gottferne und Verlassenheit unerschüttert ausharren. Vielleicht setzt die göttliche Heilsökonomie seine Qual ein, um einen objektiv Gefesselten zu befreien. Darum, dein Wille geschehe, auch und gerade in der dunkelsten Nacht. Wir merken die Zumutung, die darin liegt. Und wir merken, welche Zumutung, liebe Schwestern und Brüder, im Feiern von Weihnachten liegt. Wir machen uns Geschenke. Und selbst wenn Sie beschlossen haben, aus welchem Grund auch immer,
sei es aus ganz hochstehend moralischen Gründen oder aus Gründen der Sparsamkeit, nee, in diesem Jahr schenken wir uns mal nichts, wir machen da nicht mit. Der Drang, so an Weihnachten, wenn man sich begegnet, dann doch irgendwie nicht ganz mit leeren Händen da zu sein. Auch das ist eine Nachahmung Gottes. Denn was sind die Geschenke anderes vom Ursprung her, als dass sie Nachahmung Gottes sind, der sich selber ganz gibt? Unser Schenken ist nichts anderes. Oder denken Sie, wenn Sie ein Weihnachtsgeschenk für jemanden aussuchen, dass Sie damit die Wirtschaft unterstützen oder den nächsten Aufschwung vorbereiten oder was? Nein. Sondern es ist ein Teil unserer selbst. Auch diese kleine bescheidene Aktion, die wir auch hoffentlich fortsetzen können und die Sie gut angenommen haben, mit den, dass die Kinder was Warmes anzuziehen haben, ist ja nicht etwas, dass wir unser Gewissen schnell beruhigen, damit wir einigermaßen anständig Weihnachten feiern können. So war das nicht gedacht. Sondern es geht darum, den Kern des Glaubens nachzuahmen, etwas zu geben von sich, letztendlich sich selber zu geben. Das ist alles christliches Leben. Dein Wille geschehe, die Übergabe seiner selbst, wie wir das in einer extremen Form bei Stephanus sehen und von so vielen Schwestern und Brüdern weltweit abverlangt wird, die keine Wahl haben, die entweder nur vor der Wahl stehen, entweder Christus zu verleugnen oder möglicherweise sich selber geben zu müssen. Aber sie wissen es, nicht in eine dunkle Nacht, nicht in eine Sinnlosigkeit hinein, sondern in das Geheimnis Gottes hinein, der sich selber gibt, damit wir leben. Das ist das, was Edith Stein meint. Selbst in der dunkelsten Nacht daran festzuhalten, dass darin ein Sinn liegt, weil es eine Nachahmung dessen ist, dessen Menschwerdung wir in diesen Tagen feiern.